Wir waren jetzt 5 Nächte hier, fast 6 Tage. Heute geht's weiter. Jetzt gleich geht's wieder zurück zum Boot. Mit dem Boot wieder aufs Festland. Und dann im Bus geht's weiter. Wir müssen mal gucken, wo der Bus abfährt, wie der Bus aussieht, wo wir das Ticket herbekommen. Und ins Landesinnere geht's jetzt. Also quasi jetzt beginnt der ganze Trip so richtig erst. Wenn man irgendwo hin will, nimmt man ja einfach mal ein Wassertaxi. Warum nicht? Bevor wir jetzt mit dem Bus weiterfahren, beziehungsweise erstmal die Bushaltestelle suchen, waren wir ganz schlau und haben mitgedacht, Mittagessen mitzunehmen. Anstein. Wenn ihr euch fragt, was es zu essen gab, Hühnchen, Reis und Bohnen. Nationalgericht. Und Kartoffelsalat. Ja. So, jetzt sind wir auf dem Weg zur Bushaltestelle. Ist wohl nur 800 Meter von der Fähre. Easy. Dank Maps.me. Also das ist auch so eine App, die wir eigentlich immer zur Navigation nutzen, weil man die auch offline nutzen kann. Das ist ganz geil. Also entweder Triposo. Triposo hatte aber keine Belize-Karte. Belize. Nicht Belize. Belize-Karte. Deswegen haben wir jetzt Maps.me. Also wir hatten ja fast überlegt, beim Ankommen erstmal 2 Nächte hier zu buchen. Wegen Jetlag und so und erstmal ankommen. Wir sind so froh, dass wir es nicht gemacht haben. Das ist jetzt ein bisschen speziell. Also ohne Wertsachen würde ich mich wohler fühlen hier. Ja. Sagte er und sie hält die Kamera nach oben. Wir sind angekommen in Orange Town. Und die Backpacks sehen jetzt wie richtige Backpacks aus. Voller Staub. Da ist auf jeden Fall hier die Haltestelle. Und unsere Unterkunft ist nur ein paar hundert Meter von hier. Richtig geil. 5 Minuten zu Fuß. Aber richtig geile Busfahrt. Also das ist echt so ein Mini-Paradies, wo wir durchgefahren sind. Es ist alles einfach grün gewesen. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie auf Borneo. Hammer. Aber es hat auch die Musik richtig gemacht. Geil. Ich übergebe mal kurz an Anja. Ich möchte mal kurz noch ein Foto machen. Achso. Brauchst du dann aber nicht die Kamera? Ah nee, wir haben ja jetzt ein Handy. Foto gemacht, da sind wir wieder. Ja, richtig, richtig geile Busfahrt auf jeden Fall. Die ganze Zeit lief Reggae-Musik. Ich weiß nicht, ob man es immer noch hört, weil das war richtig laut. Die Boxen gehen bis draußen hier. Also wir sind jetzt durch das halbe Land gefahren und das war jetzt 1:15, glaube ich. Kann man mal machen. So, warte mal, ich muss jetzt hier navigieren. Anna. Okay, you're the one. You've been waiting for us. Yes, we've been waiting for you. Angekommen. Roomtour gibt's später. Jetzt erstmal auf Nahrungssuche bzw. Wassersuche. Ja. Das ist mal einen Supermarkt finden hier. Viel zu wenig getrunken bei der Hitze hier. So, jetzt holen wir uns hier Nudeln, eine fertige Pastasoße, weil hier nämlich einfach mal alles zu hat in der Stadt. Also heute ist nämlich Sonntag, deswegen. Alles groß hier. So groß, dass ich nicht mehr weiß, wo Daniel ist. Einkauf erledigt, Roomtour. Die geht schnell. Das ist unser Zimmer für die nächsten 3 Nächte. Hier ist das Badezimmer, das wir uns gemeinsam mit dem hier nebenan teilen. La Terrazza. Und vor allem haben wir die ja fast für uns alleine, weil hier nur die 2 Zimmer sind. Und die restlichen Zimmer sind da drüben. Warum sind wir hier? Wir sind ja gerade, wie gesagt, in Orange Town City. Hier. Und das ist ganz einfach Ausgangspunkt zu einer Meierstätte, zu einer Bekannten. Man kann da, glaube ich, nur mit einer Tour hin, weil man mit dem Boot dahin fahren muss, über den Fluss. Voll geil. Und da haben wir schon mal richtig Bock drauf. Ja. Und es wird unsere erste Meierruine. Wir bleiben auf jeden Fall jetzt, glaube ich, 3 Nächte bleiben wir hier. 3 Nächte haben wir gebucht. Werden wir uns morgen nochmal hier das kleine Örtchen angucken. So stelle ich mir wie diese Stadt eine untouristische Stadt in Mittelamerika vor. Hier ist einfach gar nichts. Also gar nichts an Tourismus, wie man es sonst kennt. Irgendwie keine Touranbieter. Total geil.
Hammer. Ist der Kram. Und so grün einfach alles. Guck mal, es ist einfach alles grün. So, wir haben jetzt, glaube ich, 5 Uhr oder 5:30. Schneiden wir gleich den Vlog, informieren uns über die Maya-Kultur. Und ansonsten passiert heute gar nicht mehr viel. Outro-Time. Oben in der Palme könnt ihr den Planänderung. Der Vlog ist noch nicht vorbei. Wir haben nämlich gerade vom Besitzer gesagt bekommen, dass hier vorne, es ist jetzt Montag, immer ein Markt ist. Und den wollen wir euch noch zeigen, okay? Morgen. So. Daniel ist krank, echt. Ja, Schnupfen im Paradies. Wir holen jetzt Früchte, die machen ihn wieder genau. Stark. So eine Papaya. Papaya, die können den Tag noch retten. Ah, mal sehen, ob wir die finden. Daniel holt jetzt erstmal Frühstück. Das ist hier wohl so ein ganz typisches, ich glaube auch für diese Stadt. Mir gegenüber ist jetzt direkt der Markt und hier vorne sind jetzt so ganze Frühstücksstände. Jetzt sind wir hier noch in so einen großen Supermarkt gegangen. Holen uns hier Haferflocken und Kokosmilch für morgen und übermorgen zum Frühstück. Und für gleich noch. Tacos waren lecker, aber haben nicht gereicht. Und wir merken tatsächlich, dass auf Key Coca richtige Inselpreise waren, was alles angeht. Also hier ist es einfach mal alles so viel günstiger als auf der Insel. Boah, da kann man ordentlich was runter. Ein bisschen ist sogar in unser Zimmer gelaufen. Jetzt hat es aufgehört zu regnen und jetzt kann auch das Outro kommen. Das war jetzt ein reiner Weiterreise-Vlog, wo aber perfekt sich mal die Möglichkeit gegeben hat, so alltägliche Sachen hier zu zeigen, wie ein Supermarkt aussieht. Keine Ahnung, Busfahren, der Markt oder wie man hier ankommt und wie es generell ist, hier in Belize zu reisen. Ja, und die Maya-Ruine kommt dann im nächsten Vlog. Oben in der Palme könnt ihr den Kanal abonnieren. Und hier auf der Dachterrasse steht unser letztes Video, wie wir angekommen sind. In Belize. Viel Spaß. Ja, Hammer. Tschö, bis zum nächsten Mal. Aua, oh. Flipflop umgeknickt.